Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Far Cry 4, mein erstes Multiplayer-Match. Ich bin einfach randommäßig irgendwo auf eine Map gegangen, um einfach mal ja, den Multiplayer euch zu zeigen. Goldener Pfad, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. AK-47, ja, hört sich schon mal ganz gut an. Wie geht's jetzt weiter? Oh, hier geht's weiter. Ja, wir sind hier... Ja, wir müssen hier irgendwas verteidigen und hier ist ein Elefant. Tun die was? Ich weiß es nicht. Ich werde mich hier einfach mal ein bisschen hier verkriechen, um einfach mal zu schauen, wo der Gegner kommt. Ich muss ja verteidigen, also... Oh, da kommt er ja an, der Kleine. Da wird schon geschossen. Oh, ich wurde jetzt angeschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe noch keine... Was will der Elefant hier? Greift er mich an, oder was? Hau ab. Ja gut, wir gucken mal. Ich könnte mich jetzt heilen, aber ich lasse das einfach mal. Und schaue mich erstmal um. Da hinten ist der Turm. Der wurde wahrscheinlich jetzt angegriffen. Oh, hier wird irgendwo geschossen. Hey! Ist es jetzt einer von mir gewesen? Oder ist es jetzt ein... Ja! Ein Elefant! Oh Gott, die greifen mich an! Ist es irgendwie eine Killstreak von den anderen? Oder was? Ah, da ist jemand! Da ist jemand! Da, was will der? Ach, ist es einer von mir? Oder was? Muss ich ihnen helfen? Oder... Ach, nee, das war ein Feind. Warum hat er mich nicht erschossen? Ein bisschen komisch jetzt. Gut, weiter. Oh, der scheiß Elefant, der greift mich die ganze Zeit an. Muss ja erstmal ein bisschen hier verschwinden. Und hier mal erstmal gucken. Erstmal klarkommen mit dem ganzen Scheiß. Aber so, ich muss sagen, die Karte hier, die Multiplayer-Karte, sieht doch richtig nice aus. Erinnert mich so ein bisschen an Battlefield mit den ganzen Attachments. Komm her, Mann, stirb doch. Was, hat der nur einen Flitzebogen oder was? Aha. Bam! 500 Punkte. Wow! Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Der hat mich ermessert. Gut, spawnen wir mal. Und versuchen mal wieder nach vorne zu gehen. Ich habe noch absolut keinen Plan von dem Spielmodus hier. Goldener Pfad. Ich denke mal, das ist hier die Map. Und ich muss hier irgendwas verteidigen. So wie in... Ja. Die holen sich die Flagge, hat er gerade gesagt. Okay, ich versuche mal, der läuft nicht allzu schnell. Ich denke mal, man kann seinen Charakter nach und nach dann hochleveln, um dann ja neue Attachments, genau wie bei den Waffen aufsetzen. Das war ja bei den anderen auch so. So, gucken wir mal, was ist hier los? Gut, ich gehe einfach mal hier rein und versuche das hier zu verteidigen. Ah, langsam hier ran, gar nicht so schnell gehen. Gucken, was hier los ist. Ah! Oh, ey, da war eine Ladung dran gewesen. Und wenn ich E drücke, kann ich schneller ja, sterben, weil sonst können quasi meine Teamkameraden mich wohl wieder ja, helfen. Also hier gibt es auch versteckte Ladungen. Das ist doch was für Maximus. Ja, das gefällt mir. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja so ein bisschen hinterhältig. Ich mag ja gerne so Claymores und Minen und alles sowas. Und wenn es hier bei Far Cry 4 drin ist, na, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Dann bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Da läuft einer. Gar nicht so weit gehen. 8%. Also hier gibt es die erste Runde. Oh. Oh, komm, 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 komm. Habe ich den? Nein. Ja, mit einem Sniper würde es jetzt wahrscheinlich noch viel besser sein. Oh, ich könnte mit Y Gegner markieren. Jetzt weiß ich, welche Taste das ist für den Einzelplayer. Nee, aber nichts gesehen. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter vor. Kann es sein, dass ich in der zweiten Runde dann der andere bin? Also, die angreifen müssen mit dem Flitzebogen? Dann schauen wir einfach mal. Bin ein bisschen vorsichtig. Kommt der jetzt noch? Außenposten verteidigt, 500 Punkte. Naja, okay. Ihr seid ein paar Trottels. Kam ein bisschen spät jetzt das Namenzeichen von den Fahrern. Ich wollte schon auf meine eigenen Leute schießen jetzt. Gut, ich versuche jetzt ein bisschen mehr außen zu gehen. Ich merke schon, links neben mir sind meine Leute. Da ist ein Fragezeichen. Oh, Granate! So, weiter hier rum, weiter hier rein. Zack. So, ist einer von mir. Oh, ey, ach, die sind ja getarnt. Oh.
Die können sich tarnen quasi. Aber weiter totschießen geht nicht. So. Ja, der hat sich jetzt selbst umgebracht, oder wie? Ah, komm! 250 Punkte. Yeah! Das läuft ja super. Wir gehen mal hier rein und gucken uns mal hier an, was hier los ist. Von oben, denke ich mal, haben wir einen besseren Überblick. Das Inner, der hat den umgebracht. Gut. Läuft ja. Gut, ich werde jetzt nicht hier die übelste Killstreak hinlegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hier mache. Bin noch ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht so von den Spielmodus, ja, weil ich das gar nicht so kenne. Klar, im Endeffekt ähneln die sich alle irgendwie, aber trotzdem muss ich ja mal schauen. Ja. Bin ich lieber ein bisschen, oh, bisschen defensiver, um hier einfach mal zu schauen, wo hier jemand kommt. Wenn die sich tarnen können, dann ja. Dann ist es ja für die taktischer Vorteil. So, ich bin jetzt hier oben auf dem Dach. Ja, schön. Da oben ist nix. Hier hinten greifen keine an. Oh, wo kommen die denn her? Das ist einer von mir. Oh, das ist ein Löwe. Ein Tiger. Oh, scheiße. Ah, oh, da schießt irgendjemand auf mich. Oh, nochmal. Ach, da hinten. Komm her, stirb, Mann, stirb. Stirb, stirb. Ah, oh, jetzt sterb ich. Na gut. Ist ja klasse gelaufen wieder von mir. Na gut, ich weiß, wo die sind. Jetzt versuche ich die mal von hinten zu nehmen. Und dann greife ich sie einfach mal an. Aber die Zeit läuft, glaube ich, ab, ne? Nur noch 20 Sekunden jetzt, 19. Naja, muss ich mal schauen, ob danach die Runde denn zu Ende ist oder ob es denn weitergeht. Ich hoffe bloß, dass dieses Spiel nicht so schnell irgendwie, ja, mit irgendwelchen Cheatern besudelt wird. Ja, wir verteidigen es noch. Gut, erste Runde. Was bedeuten eigentlich jetzt die Punkte? 12. Sagt mir jetzt nichts. Na gut, werden wir mal schauen. 5 Sekunden geht die nächste Runde los. Goldener Pfad. Ach, erober den Außenposten. Das ist hier. Was kann ich mit den Viechern hier machen? Kann ich die aussuchen? Oder hier sind die Pfeile. Muss ich das erst freischalten? Also, falls ihr das wisst, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Maximus ist echt noch nicht ganz so auf der Höhe. Verjagt den goldenen Pfad und holt ihre Flagge! Aha, Flitzebogen, ganz teuer. Ich bin ja einer, der mit Flitzebogen gerne rumrennt. Hä? War ich jetzt unsichtbar? Ach, gucke an! Wenn ich mich hier hinhocke, denn. Oh, was war das? Ich kann hier Pflanzen sammeln. Aha. Und unten rechts ist so an, markiert, dass ich hier irgendwie einen Vogel habe. Aber wie nutze ich den Vogel? Keine Ahnung, wie ich den Vogel jetzt nutze. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Oh, da wird jemand angegriffen von meinen Leuten. Vom Elefanten. Ich denke mal, die sind randommäßig einfach hier oben drinne. Also mit Flitzebogen habe ich echt immer meine Probleme. So, ich schleiche mich mal hier lang. Ah, woher weiß der das? Komm her, nein! Nein! Komm, ich will messern! Wo? Wo bist du? Wo ist der denn, der Knilch? So, komm her! Ah, ich wackel rum, ich muss die Maus einstellen! Oh, gerade den Moment, wo ich abdrücken wollte! Oh, ja, schießt noch ein bisschen auf mich rum, ey. So. Der hätte jetzt aber mehr Punkte bekommen, wenn er mich, glaube ich, getreten hätte. Oh, meine Fresse. Gut, dann probiere ich es nochmal. Ich habe zwei Spritzen, also mit diesem roten Zeug. Und das behält man auch über die Runde hinweg, also wenn man stirbt. Aha, gut zu wissen. So, Feuer. Das ist normal. Ich gehe jetzt mal alles so ein. Und wenn ich ducke, dann geht der in den Tarnmodus. Sehe ich hier irgendwie, dass der Tarnmodus aufhört? Ich wollte jetzt zu dem meinen Arsch schießen, die Elefanten, aber das interessiert den gar nicht. Ich glaube, das sind die einzigen Tiere im Spiel, die man nicht verletzen kann, etc. Ob ich es nochmal wage, dort oben hinzugehen, eine höhere Position zu suchen, um, ja, vielleicht die Gegner zu markieren?
Ich schleiche jetzt einfach mal. So, jetzt habe ich unten ist der Bär markiert. Ja. Und wie nutze ich den Bär? Soll ich hier ins Mikro brüllen und Bär? Vogel? Da rennt einer. Da rennt einer. Nein! Nein! Komm her! Ich komm. Nein! Ach Mann, hör doch mal auf, Mensch! Der hat eine Granate geschmissen! Ich geh jetzt mal hin. Ich will ein Messer nehmen. Nein! Ach, zu spät! Oh, jetzt tritt er mich noch. Ja, das kennt man irgendwie noch aus dem Far Cry 3, ne? Mal sehen, was für eine Szene denn zum Schluss kommt. Ob man dann irgendwie noch hingerichtet wird oder. Oh Mann, ihr seht schon. Maximus, ey, der legt hier richtig los. Weiß nicht, wie er seinen Bären losschicken soll. Geht lieber Blümchen pflanzen. Haut von Elefanten ab. Schießt den Arsch und der Elefant lacht sich eins. So. Aber die Karte ist doch ganz schön groß jetzt, muss ich sagen. Und es gibt auch Karten, so wie ich gehört habe, die man wieder selber bauen kann. Mit den Editor. Spannen abbrechen. Nee, will ich nicht. Wo ist denn hier jemand? Ich bleib am besten gespannt, ja. Man muss sich hier irgendwie ranschleichen. Und als Angreifer sollte man immer in Bewegung bleiben. Immer so ein bisschen hinhopsen, rechts und links laufen, gerade in Bereichen. Oh, ich höre ein Auto. Moped. Pfeil wechseln, Q drücken, um einen Spezialpfeil. Oh, ein Schuss! Ein Schuss und weg ist er! Geh ich noch hin? Geh ich noch hin? Ey, ist das nicht geil? Ein Schuss und der Trottel liegt lang. Komm, ich geh nochmal hin, dann krieg ich nochmal zusätzliche Punkte, oder? Oh! Ey, habt ihr das gesehen, ey? Voll weggemessert. So, hier in Tarnmodus. Da ist der nächste. Yeah! Und den nächsten, komm! Uah! Schön ins Herz rein. Gleich weg. Und das nehmen wir jetzt einfach mal als Spawn-Gedöns. Hier ein bisschen aufpassen. Immer so hin und her gehen. Ich will mir, sagen wir mal, nicht so viel zumuten jetzt. Gerade in der ersten Phase hier im Multiplayer. Übernahme 25%. Eine Minute und da ist das nächste Opfer. Yeah! Weg ist er! Ey, der Pfeil ist ja richtig geil, Alter. Oh, was ist denn da los? Komm her! Ich sollte vielleicht einen anderen Pfeil nehmen, explosiven, oder? Wo ist der? Nein! Ach, hör doch auf. Und dann hilft er denen wieder. Welcher Knopf war nochmal Spezialfähigkeiten? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe jetzt nämlich den Löwen hier, den Tiger. Sag nicht, dass ich ihn jetzt nicht auswählen kann. Irgendwie muss es doch gehen. Ich drücke jetzt schon irgendwie immer irgendwelche Tasten. Hier, warte mal, hier. 1 und 3. So. Komm. Fähigkeiten. Ich habe hier noch keine Fähigkeiten, die ich wählen kann, weil, naja. G ist mein. So, Pfeil. Das ist ein Explosiver, glaube ich. Und das ist der normale. Feuer. Explosiv. Ich lass mal explosiv, ja. Kann ich mich hoffentlich auch tarnen, ne? Dann wird es irgendwann auch andere Pfeile geben. Und ich denke mal auch andere Flitzebogen. Um dann aus weiterer Entfernung die. Haltet das Gebiet um die Flagge! Ja, um die dann wegzueliminieren. Ja, ich weiß. Wo ist hier jemand? Wo ist hier jemand? So. Hier ist jetzt ein roter Punkt. Was bedeutet der rote Punkt? Sehen die anderen das auch? Den roten Punkt? So, jetzt wie Laser oder was? Ach, aber der fliegt bis dorthin, wo ich hinschieße. Also, wo ich ziele. Also sollte es kein Problem sein. Ach, scheiße, ich habe nur ein Explosivpfeil. So, nur noch eine Minute. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt führen oder nicht führen. Es ist für mich jetzt ein bisschen so verwirrend. Da ist ein Elefant und
gehe jetzt einfach mal hoch, um hier besser zu sehen. Zu spät. Ja, hier könnte man sich eigentlich schön verschanzen. An der Seite hier so eine Mine hinlegen. Wenn die einen von hinten nehmen wollen, dann rennen sie halt quasi in die Mine rein. Wäre jetzt einfach mal so eine Taktik. Oder dieses Häuschen einfach so richtig schön verminen. Das, also die Fähigkeit, die muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Die letzten, ja, Sekunden rattern ab. Da kommt noch einer. 19 Sekunden nur noch. So, wo ist der? Werde ich irgendwie vielleicht auf der Karte markiert oder so? Da ist einer, da ist einer. Jetzt genau so, wie der macht, ja? Immer dieses Hin und Her. Guck mal, wie ich da die Probleme habe, da richtig so. Ja, komm mal her. Hey, verarsch mich doch nicht. So. Haben wir nun gewonnen oder haben wir jetzt nicht gewonnen? Das ist jetzt echt die Frage, ne? Sieg? Ja, 12-12. Ja, keine Ahnung. Ach nee, andere Seite muss ich gucken. 39-39 zu 12-12. Ach, ja, gut, alles klar. Dann schauen wir uns noch gleich mal an, wie das aussieht, wie viele Punkte. Erste Runde war natürlich besser, gewonnene Matches, bla bla bla. Erstes, ja, gespieltes Match, überhaupt 2000 Punkte. Ja, Zweiter, ne? Zweiter mit 5 zu 9. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall, wenn ihr es wollt, noch ein paar Multiplayer-Matches bringen. Mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.